Hallo und ganz herzlich willkommen. So, heute geht es hier wieder weiter. Ich muss mal gucken, wann wir hier live sind. Ich glaube, wir haben es geschafft und sind live. Juhu! Okay, dann teile ich und dann geht es gleich los. Ja, falls schon jemand da ist, hoffe ich, dass ihr eine Sekunde Geduld mit mir habt, bis ich es geteilt habe. So, wo ist es? Teilen. Das ist wahrscheinlich ganz schön langweilig, ne? Wenn ich hier am Anfang so rumödle und es dauert, bis ich hier wirklich anfange, aber gleich geht es los. So, und dann teilen wir es noch einmal und dann legen wir los. Und ein allerletztes Mal. Zack. So. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Passives Einkommen für Durchstarter. Hier bekommt ihr 1A-Strategien, um mit passivem Einkommen zu starten. Und heute möchte ich euch etwas über das spannende Geschäftsmodell Dropshipping erzählen. Was ist Dropshipping? Was macht es so spannend? Und ja, warum stelle ich euch dieses Modell heute vor? Denn ganz passiv ist es in der Tat nicht, aber es ist wirklich mega, mega spannend und auch so spannend, dass ich mich aufgemacht habe, selbst zur Dropshipperin zu werden und damit loszulegen. Und daher möchte ich euch dazu ein paar Worte erzählen. Dropshipping bedeutet, dass ihr Produkte von anderen Herstellern, die ihr selber nicht besitzt, die ihr nicht einkaufen müsst, die ihr nicht lagern müsst, die ihr nicht versenden müsst, direkt an Interessenten und an Kunden weiterverkaufen könnt und dass diese Produkte dann vom Hersteller direkt zu den interessierten Kunden weiterversendet werden. Das heißt, ihr spart euch einen riesigen Produktionslager- und Logistikaufwand mit dem Dropshipping. Und der Hersteller hat das Glück, euch als ja, Vertriebspartner sozusagen für seine Produkte zu gewinnen. Das heißt, er kann über euch doch deutlich mehr Menschen erreichen und seine Produkte distribuieren, als das ohne euch möglich wäre. Das sozusagen die ganz kurze und knappe Zusammenfassung. Aber ich gucke mit euch jetzt noch ein bisschen genauer hin und erkläre ich noch ein bisschen genauer, was Dropshipping genau ist und was es so spannend macht. Und der erste Schritt ist, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was für ein Produkt möchtet ihr gerne dropshippen. Und es wird sehr, sehr häufig, werden Produkte aus Asien dafür bezogen, was ja sind einfach günstig einzukaufen. Aber es gibt auch regionales Dropshipping, ja, wo ihr regionale Produkte einkauft und vertreibt. Es muss also nicht immer China oder Asien sein, sondern ihr könnt auch von überall da dropshippen, wo ihr möchtet. Gegebenenfalls ist die Marge schlechter, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Also die Kette läuft bei dem Dropshipping, wie wir es machen, so, dass du dich für ein spannendes Produkt entscheidest, dir davon ein Sample orderst, also dir ein Beispielprodukt kommen lässt, um das einfach auch mal auf Herz und Niere zu testen und zu schauen, ob es auch deinen Qualitätsansprüchen genügt. Und wenn du sagst, jo, das ist das richtige Produkt, damit will ich loslegen, dann richtest du dir einen sogenannten Shopify-Store ein. Das ist sozusagen deine Schnittstelle zum Kunden. Das kannst du dir wie einen ganz normalen Online-Shop vorstellen. Und für den Kunden ist es auch wie ein ganz normaler Online-Shop. Und in diesem Online-Shop stellst du deine Produktfotos ein, vielleicht sogar ein kleines Video. Wenn das Produkt da ist und deinen Qualitätsansprüchen genügt, kannst du das auch schon direkt verwenden, um coole Videos, um coole Fotos zu machen. Und um diesen Shop sozusagen einer Buying Audience zugänglich zu machen, also Menschen, für die dieses Produkt potenziell spannend wäre, ja, die dieses Produkt kaufen wollen, musst du Traffic generieren. Also du musst diese Buying Audience irgendwie finden. Und dafür kannst du zum Beispiel Facebook Ads schalten. Und Facebook Ads sind aber durchaus ein etwas
anspruchsvolleres Thema und bis du die richtige Ad produziert und geschaltet hast, die genau deine Audience anspricht und die die Menschen für dieses Produkt interessant ist, auch dazu bringt, dieses Produkt zu kaufen. Ja, das wird dich in der Regel etwa, ja, vielleicht kann man so im Durchschnitt sagen, 10 Versuche kosten oder 10 unterschiedliche Werbeanzeigen benötigen, bis du genau die findest, die wirklich konvertiert. Das heißt, da brauchst du auch einfach ein bisschen Kapital, was du von Anfang an bei diesem Geschäftsmodell mit berücksichtigen musst, um in Werbung zu investieren, um Werbeanzeigen schalten zu können, um dann herauszufinden, mit welcher Werbung dein Zielpublikum am besten erreicht wird. Also der Prozess ist so, du hast ein Produkt dir bestellt, hast es getestet und geprüft, hast dich dafür entschieden. Dann richtest du dir einen Shopify-Store ein und diesen Shopify-Store, da solltest du auch irgendein schönes Theme, also irgendeine schöne Optik mit verschiedenen Features für verwenden. Das kostet in der Regel auch ein bisschen Geld, also auch das musst du bitte nochmal mit einplanen und auch das Brandaufbau, also wenn du sozusagen eine Marke haben möchtest, unter der du deine Produkte vertreibst, wenn du dir mehrere Produkte aussuchst, zum Beispiel mehrere Sportartikel oder ähnliches, dann kannst du dir dafür eine Dachmarke aufbauen, die auch sozusagen deine Shop-Brand ist, ja? Und auch dafür brauchst du ein Logo, wenn du loslegen willst mit Dropshipping. Auch das ist vielleicht so ein Kostenpunkt, den du im Kopf haben solltest. Und letzten Endes ist Dropshipping natürlich auch ein Geschäftsmodell, wofür du ein Gewerbe anmelden musst. Also auch die Kosten kommen beim Dropshipping auf dich zu. Und der Prozess, den ich eigentlich gerade erzählen wollte, ist, du suchst dir das Produkt aus, hast ein Sample, testest das, dann richtest du dir deinen Shopify-Store ein mit einem passenden Theme, stellst dir die Produktfotos ein und sammelst quasi darüber Verkäufe, dass du eine Werbeanzeige schaltest, die die Leute in deinen Shopify-Store bringt. Und diese Käufe leitest du an den Hersteller weiter. Das kannst du entweder manuell machen, indem du direkt beim Hersteller einzelne Produkte bestellst mit den Daten des jeweiligen Käufers, oder du übermittelst am Ende eines Tages eine sogenannte CSV-Datei, das ist so ähnlich wie eine Excel-Tabelle, an den Verkäufer mit der Bitte, seine Produkte direkt herauszusenden an deine Käufer. Dabei ist wichtig, dass du sagst, leg bitte keine Rechnung rein, ja, wenn du das Produkt für 3,70 Euro geordert hast und dein Käufer dafür 30 Euro zahlt, dann macht das keinen so schönen Eindruck und ja, mindert die wahrgenommene Qualität. Wobei ich auch einmal da ganz kurz sagen möchte, vor allem wenn du auch in China Produkte sourcest und von dort deine Produkte beziehst, dann gibt es natürlich auch Produkte, die keine gute Qualität haben, aber in China wird auch sehr, sehr hochwertige Qualität produziert. Ja? Also dieses China-Billigzeug, das stimmt so überhaupt nicht. Aber tatsächlich ist das auch einer der großen Nachteile. Du hast in der Regel, nachdem du das Sample bestellt hast und vielleicht zwischendrin auch nochmal einen Qualitätscheck machst, keine durchlaufende Qualitätskontrolle für deine Produkte, weil die ja in der Regel wirklich sofort an den Bestellenden geschickt werden und du nicht nochmal draufschauen kannst. Das heißt, es ist wichtig, dass du dir auch einen Shop heraussuchst, einen Produzenten heraussuchst, der sehr gute Referenzen hat, also der wenig Reklamen hat, der ein hohes Bestellvolumen hat, der eine hohe Zufriedenheit hat, damit du diesen Mangel bei diesem Geschäftsmodell, dass du einfach nicht die Qualität der Produkte ordentlich reviewen kannst, ausgleichen kannst. Ja, und dann ist es letzten Endes so, dass du über deinen Shop von dem Besteller das Geld vereinnahmst und dass du beim Hersteller zahlst, also zum Beispiel Frontend 14 Euro und Backend 1,50 Euro, wie auch immer du deine Preisgestaltung machst und wie sie sinnvoll ist, wie sie sich auch verkaufen lässt. Und der Spread abzüglich der Kosten, die du für die Werbung im Vorfeld hattest, dann sozusagen dein Unternehmensumsatz ist oder ja dein Unternehmensgewinn ist, wenn du die Kosten davon schon abziehst, die du damit hattest. Also wirklich ein spannendes Geschäftsmodell. Und ja, einer meiner Geschäftspartner hat dieses Geschäftsmodell so weit skaliert, dass er mit einem einzigen Produkt, was er vorne quasi verkauft hat, einen Gesamtumsatz von über 10 Millionen Euro erreicht hat. Ja, das ist ein sogenannter 8-Figure-Club-Award. Und ja,
Also es ist wirklich mega, was man damit an Umsatz generieren kann. Und er hat auch schon mehrfach den Two-Comma-Club Award damit abgeräumt. Und das heißt, einen Two-Comma-Club Award bekommst du, wenn ein Produkthandel mehr als 1 Million Umsatz gemacht hat. Das ist absolut möglich, wenn auch nicht einfach und nicht trivial und für einen Anfänger sicher auch nicht so schnell zu erreichen. Allerdings ist es relativ schnell möglich, wenn du dich an den genauen Fahrplan hältst, wenn du dich genau an die Vorgaben der Leute hältst, die wirklich wissen, wie Dropshipping funktioniert, einige 1.000 Euro Umsatz im Monat damit zu machen. Du solltest allerdings wirklich auch eine Affinität zu Themen wie Facebook-Werbung und Ähnlichem haben, da das einfach ein notwendiger Baustein ist oder wirklich ja einer der wichtigsten Bausteine, um deine Buying Audience für dein Produkt zu finden, Verkäufe zu generieren und diese dann letzten Endes an den Hersteller weiterzuleiten. Aber ja, das ist im Endeffekt auch wirklich schon das komplette Geschäftsmodell des Dropshippings. Und das, was du tun musst, ist wirklich ein reines Laptop-Business von zu Hause aus. Also du hast wirklich nichts mit dem wahren Verkehr zu tun. Und du kannst es hinterher auch wirklich sehr, sehr hoch automatisieren und skalieren, sodass auch das, was du an Arbeit reingeben musst, in einem sehr, sehr spannenden Verhältnis steht zu dem, was du damit umsetzen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen für dich spannenden Überblick geben, was Dropshipping ist, was Dropshipping so spannend macht und wie Dropshipping funktioniert. Und ja, freue mich, dass du mit dabei warst. Wünsche dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich auch schon in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und viele liebe Grüße.